06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Philipp Hoffmann, 2:3 gegen Viktoria Köln. Auch wenn es jetzt zum Ende noch mal knapp wurde, war es irgendwo eine verdiente Niederlage, oder? Ja, ich denke gerade die erste Halbzeit, da waren wir absolut nicht auf dem Feld. Haben Köln da eingeladen, Tore zu machen. Ja, ich glaube auch das dritte Gegentor war auch ein Beispiel dafür. Es darf uns aber nicht passieren, so haben hinten viel zu einfach Tore gekriegt und vorne die ein oder andere Chance auch noch liegen lassen und dann verlierst du natürlich so ein Spiel. Wie ärgerlich ist es jetzt, dass eben auch diese Negativserie, die zuletzt ein bisschen anfing, gerade eine Fortsetzung findet? Also es läuft gerade nicht rund. Ja, jede Niederlage ist einfach scheiße. Klar, wir haben uns heute viel vorgenommen, sind natürlich mit dem Ziel ins Spiel gegangen, um zu gewinnen. Haben das nicht geschafft und natürlich sehr ärgerlich, kann man nicht anders sagen. Hat der Schlussspurt, der da nicht belohnt wurde, aber einfach auch nochmal gezeigt, dass die Mannschaft lebt und dass da weiterhin einfach was drinsteckt und ihr Bock habt? Ja, natürlich. Ich denke, so in der zweiten Halbzeit vor allem hat man teilweise gesehen, was wir im Stande sind zu leisten, aber das bringt alles nichts, wenn man es nicht immer im Spiel auf den Platz kriegt. Ne? Ich denke, ja, klar kann man da drauf aufbauen ein bisschen, aber wir müssen einfach dahin kommen, dass wir das ein ganzes Spiel über durchziehen und hinten wie vorne einfach konsequenter sind. Danke. Nico Brandenburger. Am Ende eine knappe Niederlage gegen Köln, aber insgesamt war es dann doch zu wenig, um heute für einen Punkt oder auch für drei in Frage zu kommen. Ja, es ist einfach deshalb so ärgerlich, weil wir einfach die erste Halbzeit verschenken, weil da war so viel mehr drin. Man sieht es ja in den letzten Minuten, dass da nochmal richtig Druck aufkam, dass wir nochmal richtig Chancen auch gehabt haben. Da war einfach mehr drin. Das ist umso ärgerlicher, dass wir da in der ersten Halbzeit einfach das Spiel verschenken. War es dann auch die Umstellung in der Halbzeit, dass ihr früher drauf gegangen seid, versucht habt, eher Druck zu machen, die euch dann entgegenkam heute? Vielleicht auch das, ganz klar war auch das erste Tor natürlich wichtig, weil da nochmal so ein bisschen Euphorie aufkommt. Da hat man gemerkt, Viktoria war ein bisschen unsicherer hinten, wir sind vorne drauf gegangen, machen das zweite und dann ist ganz klar, dann kommt noch eine Euphorie mit ins Spiel und dann machen wir richtig Druck. Welche Lehren muss man trotzdem mitnehmen aus so einer Partie auch? Ja, wie schon angesprochen, die erste Halbzeit, das geht nicht. Wie gesagt, wir verschenken dieses Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit, gehen sehr früh 2-0, liegen zurück sehr früh. Ja, und da müssen wir einfach direkt aggressiver sein. Wir müssen dann voll da sein von der ersten Minute und das haben wir leider nicht. Alex Rossipal, das Debüt im Preußenstadion hast du dir wahrscheinlich anders vorgestellt. Was ist so dein Fazit nach der Niederlage jetzt? Ja, auf jeden Fall habe ich es mir anders vorgestellt. Wir haben den Gegner eingeladen zu einfachen Toren, das darf uns nicht passieren. Ansonsten hatten wir genügend Möglichkeiten und gute Ansätze nach vorne. Wir müssen noch zwingender werden, wieder in der zweiten Halbzeit, dann machen wir unsere Dinger und dann haben wir den Gegner auch unter Kontrolle. Aber die einfachen Gegentore waren einfach der Knackpunkt. War es dann, wie du es so angerissen hast, im Prinzip eher die eigenen Fehler, die man gemacht hat, als vielleicht ein starker Gegner? Wie würdest du das einstufen? Auf jeden Fall. Also ich sag, wir sind ordentlich in die Partie gekommen, hatten gute Ansätze nach vorne und dann kriegen wir in den ersten 20 Minuten zwei Gegentore, die viel zu einfach sind. Und das ist natürlich ein Knackpunkt erstmal, aber wir haben nicht aufgesteckt. Natürlich mit dem 0-3 war es dann sehr, sehr schwierig. Aber wir kommen dann zurück, wir haben immer unsere Möglichkeiten und wir spielen nach vorne die Dinger gut aus. Wir müssen noch zwingender werden und dann kriegen wir das auch hin.